Hallo Leute, es geht weiter mit Silent Hill 2. Ich bin gerade mega angespannt. Ich darf keine Pause machen nach dem letzten Part. Und das Problem ist, dass ich voll lang gewartet habe. Die ganze Zeit war die PlayStation an. Und jetzt ist es dunkel und es ist schon nach 10 Uhr abends. Und ich weiß gar nicht, wo ich jetzt am besten hingehe. Wahrscheinlich klapper ich am besten einfach die weiteren Räume hier ab, wo ich noch nicht überall war. Es ist nur einfach so scheiße. Es ist abends und ich habe Angst und ich bin so angespannt schon. Ich werde das schon irgendwie packen. Irgendwie muss ich das packen. So, da vorne links ist noch eine Tür, die ich noch nicht hatte. Da ist hoffentlich nichts. Probiere ich die mal aus hier. Was ist hier links? Da ist noch so ein komischer Raum. Keine Ahnung, da die nächsten Türen müsste ich auch noch mal abklappern. Liegt da was? Wo sind wir denn hier? Will jetzt aber hier noch nicht hin. Also es ist gut zu wissen, dass wir hier hin können, aber ich will hier noch nicht hin. Nee. Nee, so weit bin ich nicht. Ich suche nur einen Speicherplatz und sobald ich einen habe, werde ich einen Cut machen, damit ich eine Pause machen kann. Ja, das mache ich dann. Okay. Durch die Tür schon. Die ist abgeschlossen. Müsste jetzt abgeschlossen sein. Ja, das heißt, die können wir noch aufschließen. Und dann ist hier links noch eine, die ich nicht hatte. Da ist aber keine. Was ist mit der? Die ist auch abgeschlossen. Kann das Bild sich immer mal bitte schneller laden? Das ist voll ätzend. Kameras Perspektive ist auch übel. Boah, Leute, stellt euch mal vor, ihr würdet hier so alleine langlaufen. Wer macht denn sowas? Selbst als Mann hat man doch hier mega Schiss. Also es... Ja. Dann kann ich noch da hinten durch den anderen Flur. Ich könnte halt noch mal zur Uhr. Rennen wir noch mal zur Uhr. Hier der Uhrraum. Nee. Die nächste dann. Hier. Boah, schrecklich. Es ist so scheiße hier. Uhr, wo bist du da? Jetzt kann ich dich anleuchten. So, eine Uhr. Eine richtige, echte Uhr. Die Uhr ist um 11.29 Uhr und 15 Sekunden stehen geblieben. Das Zifferblatt ist geschlossen. Es ist verriegelt. So kann ich die Zeiger der Uhr nicht berühren. Kannst du die nicht einfach einhauen? So. Verdammt. Nee? Und was steht hier noch? Da steht doch was. Kannst du das nicht einfach mal lesen? Da steht etwas auf der Uhr. Da steht etwas auf der Uhr geschrieben. Die Narben der Vergangenheit werden den Nagel entfernen, der die Zeit anhält. Willst du die Uhr verschieben? Ja. Egal wie sehr ich schiebe, sie bewegt sich nicht. Es scheint, als wäre sie am Boden festgeklebt. Das heißt, wir können hier erst was verschieben, wenn wir wahrscheinlich irgendwie das aufkriegen oder einhämmern. Eins von beidem. Es ist so schrecklich hier gerade für mich, ganz ehrlich. Ich will gerade nicht. Ich will nicht. Ja, du Musik, du brauchst jetzt überhaupt nicht hier weiter losgehen.
Ich gehe jetzt noch mal nach unten, wenn ich kann. Das mit den Räumen ist ja auch echt merkwürdig hier. Komisch. Konnte man da jetzt doch noch nach nebenan gehen oder so? Ja, wahrscheinlich, wenn man es dann halt schafft mit dem Uhrverschieben-Dingensbummens. Keine Ahnung. Ich muss jetzt erstmal nach links runtergehen. Dö. Singen hilft ja immer. So, wo kam ich denn her? Kam ich von da oder da oder da oder wo soll ich denn jetzt lang? Ich nehme mal hier den Flur da rechts runter. Hier irgendwo. Da. Nee? Ach, das war der Müllschlucker. Wo ist denn hier der Flur? Hier. Da ist nämlich die andere Tür abgeschlossen. Warum kann man hier nirgendwo speichern? Verdammt nochmal, warum? Es ist so fies. Hier, ich kann hier speichern. Oh mein Gott. Leute, es tut mir echt furchtbar leid, aber ich bin so nervös gerade, dass ich das Aufnehmen auf morgen verschiebe, weil ich bin einfach gerade so angespannt und ich weiß, es ist ein Horrorspiel, aber ich mach's einfach morgen weiter. Also mache ich jetzt hier kurz einen Cut, quasi bis gleich. Hallo Leute, bin ich wieder. Ja, es geht weiter. Ich war einfach zu angespannt das letzte Mal. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich war einfach so, ich hatte die ganze Zeit so ein Stressdruckgefühl, jetzt das spielen zu müssen, obwohl mir gar nicht danach war. Irgendwie nicht, weiß ich nicht, hätte mich einfach wegen jedem Scheiß erschreckt und war einfach, fühlte mich nicht mehr irgendwie so gut, dass ich das jetzt so durchziehen kann. Das ist jetzt anders, wobei ich jetzt immer noch wieder leicht nervös bin, weil ich halt jetzt wieder, naja, fast den ganzen Part. Ich habe es dann zwischendurch bemerkt, dass schon wieder die Aufnahme Schrott gegangen ist. Und das liegt wohl daran, dass wenn ich gleich auf den Aufnahme-Button drücke, wenn ich halt loslege, dann weiß ich nicht, bleibt die Aufnahme irgendwie zwischenzeitlich stehen. Wir gehen jetzt nach ganz oben. Ich muss immer das Programm dann wieder neu starten nochmal. Das gewöhne ich mir jetzt einfach in Zukunft an. Dann muss ich das nicht immer nochmal wiederholen. Ja, jetzt gehen wir hier nochmal hin. Jenseits der Stangen liegt ein Schlüssel auf dem Boden. Wenn ich meinen Arm ausstrecke, könnte ich ihn vielleicht erreichen. Willst du ihn aufheben? Ja, nein, ja, obwohl ich denke, dass dann ein Monster kommt. Voll die blöde kleine Göre, die uns hier ärgert. Jetzt kommen wir an den Schlüssel nicht ran. Taucht da auf einmal mitten in dieser Hölle ein Mädchen auf und ja, muss man nicht verstehen. Kaputt. Offen. Okay. Wieder ein gruseliger Raum mit einem Einkaufswagen. Es ist ein Einkaufswagen. Wie kommt der hierher? Man weiß es nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Ich weiß es nicht, was dieser Einkaufswagen hier soll. Auf jeden Fall haben wir die Pistole da jetzt drinne. Kaputt. Jetzt haben wir eine Pistole. Das ist ja schön. Die Mauer ist pockenartig überzogen mit Einschusslöchern. Ja, yippie. Ich finde das so furchtbar hier, echt. Also, ja, Leute, die können das einfach so durchzocken, das Spiel. Ja, ist wohl nur ein Spiel und so. Ich finde die Atmosphäre wirklich bedrückend genug, damit ich mich immer ein bisschen mental drauf einstellen muss. Sonst ist es, find ich, schon sehr. Ja, man wartet psychomäßig einfach die ganze Zeit darauf, dass einen was erschreckt. Und das passiert ja einfach in dem Spiel auch. Und man kann das so schwer, es sei denn, man kann das schwer vorausschauen. Ob dann gleich was kommt oder nicht, dann denkt man, es kommt was, aber es kommt nichts. Und ja, es ist einfach furchtbar. Ich glaube, auf der anderen Seite sind jetzt wieder Monster.
Aber ich hau einfach mal hier jetzt wieder ab, weil wir haben, was wir wollten aus diesem Stock. Von daher gehe ich jetzt wieder. Und mein letzter Plan, und so weit bin ich gar nicht gekommen, weil ich war dann woanders und kam da gar nicht weiter und so, war eigentlich, dass wir jetzt nochmal in diesen Gang gehen und zur Uhr gehen, weil jetzt haben wir die Pistole, dachte ich. Das machen wir jetzt mal. Ich rüste die auch schon mal aus. So, ausrüsten, neu laden, habe ich, habe ich, habe ich. Ich bin ein bisschen angespannt, weil da irgendwie gerade was kam dann, als ich aufhörte aufzunehmen, womit ich nicht gerechnet habe. Und das macht mir Angst. Ja, das machen wir jetzt nochmal. Was war das? Irgendein Geräusch nördlich von hier. Das finde ich ziemlich schlimm und beängstigend. Wir laufen mal bis zum Ende, denn wir wollen ja zur Uhr. Dafür müssen wir bis zum Ende des Ganges. Hier rauscht es jetzt gewaltig. Und das ist so furchtbar, dass der Pyramid-Head jetzt hier steht. Diese Gestalt, der nennt sich so. Und ich weiß nicht, warum der da steht, aber ich finde das schrecklich. Weiter bin ich nicht gekommen und ich will einfach nur. Ich habe Angst, ihm den Rücken zuzudrehen. Ich habe Angst, stehen zu bleiben. Ich gehe einfach nur jetzt in diesen Raum. In der Hoffnung, dass wir dann irgendwie auf die andere Seite kommen. Warum steht er da und macht mir Angst? Warum, warum? Warum? Warum ist der Fernseher jetzt an? Und warum ist da jetzt eine Blutspur? Das war doch vorher nicht so. Er ist tot. Wer könnte das getan haben? Ey, das ist so schrecklich hier. Was? Ich habe den Schlüssel zu Zimmer 202. Warum? Da ist eine Zeitung. Sie sieht sehr alt aus. Das. Wer war denn das jetzt? Und. Oh. Ist jetzt hier was? Kann ich die jetzt einschießen? Die Uhr? Nicht dahin, du Dödel, dahin. Nee. Kann ich denn hier nichts machen? 11:29 und 15 Sekunden. Kannst du die nicht irgendwie aufmachen? Anscheinend nicht. Zwei Schuss habe ich verballert. Die Narben der Vergangenheit werden den Nagel entfernen, der die Zeit anhält. Ja, wir müssen das natürlich, wir müssen die Zeit verschieben. Die Uhrzeiger müssen irgendwie bewegt werden und dann können wir die auch verschieben, bestimmt. Ich hasse diesen Raum. Ich hasse es hier. Das ist so. Wir gehen einfach mal raus. Steht er da noch? Jetzt steht er da nicht mehr. Oh Gott. Wo ist denn Raum 202? Ey, es ist so schlimm. 202 ist da unten. Und nach unten und rechts und links. Okay. Und was ist, wenn jetzt da hinten gleich wieder was kommt? So nachträglich. Ist das hier 202? Nein, das war der Flur. Dann müsste. Da kommt 202. Ich nehme mal meine andere Waffe erstmal, damit ich erstmal Muni spare. Und der steht doch bestimmt gleich wieder auf. Warum liegt der hier überhaupt? Das ist doch 202, ne? Stand auch an der Tür gerade, ja. Okay. Geh rein. Scheiße.
Scheiße. Ich sehe nichts. Mein Gott, ein Raum mit Motten. Ich, wie eklig. Was? Auf dem Boden liegt ein toter Schmetterling, sonst gibt's hier nichts Interessantes. Da ist ein Loch. Auf dem. Was? Es ist zu dunkel, um sicher zu sein zu können, aber ich glaube, da ist was auf der anderen Seite des Lochs. Nee, ich will das eigentlich nicht untersuchen. Will ich das Loch untersuchen? Kaputt. Was passiert, wenn ich das untersuche? Was ist denn hier noch? Ist hier noch was nebenan? Ich habe mich doch hier noch gar nicht so richtig umgeguckt. Ich sehe nichts. Verfluchte Scheiße. Käfig ist leer. Ich will ja noch nicht raus. Wo guckst du hin? Da, Gesundheitsdrink. Die Helligkeit passt sich immer so mal an und mal nicht irgendwie. Ich weiß nicht, ob das hinterher in der Aufnahme auch immer so ist, aber bei mir auf dem Fernseher wird es halt manchmal extrem dunkel. Ja, aber wenn ich das jetzt nicht untersuche, dann weiß ich auch nicht, was soll ich denn sonst machen? Dann untersuchen wir das jetzt. Oh Gott. James, bitte, stirb nicht. Oh Gott. Ich habe den Schlüssel mit der Uhr. Aha. Nein, guck da nicht noch mal rein. Hier ist es nichts mehr in diesem Loch. Schön. Jetzt fliegen die Motten hier mit mir herum, oder was? Geh einfach raus hier. Geh einfach. Nein. Ich weiß gar nicht, wo ich lang will. Ja, ich bin richtig. Ich wäre jetzt zur Uhr wieder, ne? Geradeaus und links, okay. Kommt da einer um die Ecke? Ja. Ja, ist gut. Ich mach lieber 5 von denen fertig, als einmal noch diesen Pyromat da hinten zu sehen. Geh da wieder rein, in den gruseligen anderen Raum mit dem Fernseher, der auch nicht besser ist. Scheiße. Ich hasse diesen Raum. So. Wir wollen noch nebenan. Hier. Die Uhr. Wie mache ich das denn jetzt? Kann ich das hier jetzt einfach benutzen? Ja, kann ich. Ich habe den Schlüssel mit der Uhr benutzt. Ja, also ich würde nicht wissen wollen, was hier noch so ist. Was mache ich denn jetzt? Hatten wir einen Tipp bekommen? Ja, die Namen zum Beispiel, die an der Wand stehen. Lass mich mal an die Wand gucken hier. Da war doch was an der Wand gekritzelt. Wo ist denn das? Hier. Ist bestimmt ein Hinweis. Henry Mildred Scott. Henry Mildred Scott. Die Striche daneben müssen doch irgendwas zu bedeuten haben. Wie kann man das denn als Zahlen übersetzen, überlege ich gerade.
Ich weiß es nicht. Ich weiß gerade nicht, wie man das als Zahlen übersetzen könnte. Ist das eine 3? Ist es ja nicht. Henry Milton. Wozu dann die Namen? Die Striche würden ja reichen dann. Was hat es denn mit den Namen auf sich? Weiß ich nicht. Muss ich mir noch mal Gedanken machen? Da die Zeit jetzt aber um ist, liebe Leute, überlege ich mir das im nächsten Part. Hier, du kannst aber nicht. Die Narben der Vergangenheit werden den Nagel entfernen, der die Zeit anhält. Ja, toll. 3 Uhr wird es ja wohl jetzt nicht sein. Also, wenn es funktioniert, kann man das Ding verschieben. Das ist schon mal klar. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das hier halt an der Wand ein Hinweis sein soll. Ich mache mir mal Gedanken. Bis zum nächsten Mal und tschüss.